They're really going to let these loose in the city. Then he'll take advantage of the chaos. That's how he does things. Zu meiner Verteidigung, der hat das einfach gerade wieder aufgenommen. Was ich gar nicht wollte. Ich wollte eigentlich hier noch leveln. So, meine Lieben, jetzt habe ich das auch langsam mit dem Leveln. Ich werde hier vorher aber auch erst nochmal speichern, nämlich jetzt sind wir doch schon ein bisschen weiter als zuvor. Mache ich jetzt mal den als zweiten Speicherpunkt überschreiten. Speichern abgeschlossen. So, was erwartet uns jetzt hinter dieser Tür? Das werden wir sehen. Ich habe übrigens eine neue Attacke erlernt. Die zeige ich euch jetzt gleich mal, aber sobald wir wieder kämpfen können, dann zeige ich sie euch. Sind hier etwa noch mehr Monster? Warte, wir sollten zuerst... Das sind die Magier in der Mitte hier. Ist wichtig, bevor der harte Kampf kommt. Nicht vergessen. Ja. Feind alle. Wieso greift ihr denn schon an? Ja, nämlich wenn ich A gedrückt halte, kann ich gegnerische Kreise kaputt machen und meine aufwirbeln lassen, sodass das irgendwie der Effekt quasi erhöht ist. Schauen wir uns mal. Du blöde Steinsäule. Nicht Deckung gehen, nicht in Deckung gehen, nicht in... Oh, wie war das denn nochmal? Manchmal will's nicht. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Sind hier... So schnell ist es vorbei und dabei wollte ich noch den Heilkreis aufblinken lassen. Ist hier noch was? Bevor ich... Ah, noch ein paar Items. Und hier ist noch ein Item. So. Na, dann schauen wir mal, was uns jetzt hinter dieser Tür erwartet. Mich graust es, weil ich weiß, dass hier noch irgend so ein hässliches Wesen auftaucht. Ein Bossgegner oder ich weiß es nicht. Careful, Zael. Der Oger. Minder bemittelter Riese, ungeschlagen im Nahkampf, besiegt. Besitzt aber einen nennenswerten magischen Abwehr, Feuerwesen, Schwäche, Eis. Okay, dann eignet sich ja Lobels Fähigkeiten daran. Ja, ey, es war doch jetzt nicht mit Absicht. Es war doch nie mit Absicht. Och Mann, ey, immer. Ich verkack sowas doch immer. Das war mir auch wieder klar. So, Z. Mit Z. Was konnte man mit Z machen? Was kann man mit Z machen? Zerstör sie mit Magie. Ja, genau. Zerstör sie mit Magie und... Ich lenke die Aufmerksamkeit auf mich und... Lowell macht seine Arbeit. Und ich bin gestorben. Normal. Läuft bei mir. Ja, ich bin schon so eine Heldin in diesem Spiel. Hm.
ja noch was. Tatsächlich, da ist ja noch was. Und greift den Heiler an, das ist natürlich nicht gut. Nee, ich hab die Mission verkorkt. So, dann gucken wir mal, was uns hinter dieser Tür erwartet. Ein Speicherpunkt, schon wieder. Worauf könnte das hinauslaufen? Ein Blutmond, okay. Heldenwellenschutz, okay. Jetzt können wir uns auch mal wieder ausrüsten und haben mal Items, die man auch verkaufen könnte. So, speicher hier jetzt auch nochmal, weil sicher ist sicher. Was habe ich gemacht? Also, dann öffnen wir mal und gucken, was uns hinter dieser Tür erwartet. Ah, still alive, pretty boy. A coward like you won't beat me. Why not save some time and surrender now? The coward? I prefer to call it being smart. And you've got to be smart to get anywhere in this life. A sword-waving idiot like you wouldn't understand. You'll be nothing but a merc, crawling in the dirt for the rest of your stinking life. You'd best watch your tongue before you lose it. No need to get so worked up. Something to Ach du Heilige, wo kommt denn dieses Vieh her? Es ist Zeit, dass ich wahrscheinlich ausraste. Kann nützlich sein. Sei lauf da. Ja. Dieb, Dieb. Wie es aussieht, du sollst von dort mit einem Schwert erreichen können. Ein paar seiner Schergen sehe ich auch noch. Was? Oh, was ist ein neues Tutorial? Wenn mehrere Kapp-Echsen denselben Feind angreifen, erhalten sie einen Kettenbonus, der ihre Angriffsstärke deutlich erhöht. Kettenangriff, okay. Läuft ein Charakter durch einen Magiekreis, wird sein Angriff einen magischen Elementstatus verliehen. Mithilfe dieser Stärkung kann auch ein einzelner Charakter einen Kettenbonus erhalten. Elementstatus, okay. Wo steckt er fest? Wo muss ich? Ach, da. Los, los, los. Ja, ich gehe in Deckung. Wow. Dann machen wir einmal den hier. Das läuft ja auch wieder richtig gut bei mir. Sonst verkacke ich immer sowas. Terraktor heißt der eigentlich. Das Vieh. Machen wir nochmal den Ausfall. Alter, das tut wie. Wie wär's, wenn wir erstmal uns heilen? Aua! Und nochmal Ausfall. Läuft ja richtig gut bei mir. Ja. Okay, doch kein Schimpfen und Ausrasten. Aber was war das nochmal mit dieser Technik? Das blinkt bei mir da auch von. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ja, bevor wir uns den aber holen, gucke ich noch, ob alles hier aufgesammelt worden ist. Nee. Wo kommen denn die Pfeile plötzlich her? Die waren gerade da eben noch nicht, oder? Oder bin ich einfach nur blind? Wo geht's hoch? Wo geht's? Ach da. Das soll eine Leiter sein, das sieht man so schlecht. Geld und Pfeile, Hexentöter. Kann man ja immer gebrauchen.
denn eigentlich, wie viel ich was von was habe? Inventar, vielleicht im Inventar. Nächsten Töter habe ich. Ein Pfeil habe ich immer. Scherzbanane, okay. Gibt's auch, wusste ich nicht mehr. Gab's nicht mal auch Explosionspfeile? Ist schon ewig her, dass ich das Spiel gespielt habe. So, da ist die kleine dreckige Ratte, die uns hier noch eben reingeschmissen hat. Ich gucke ja nur mal, ob es hier noch irgendwas gibt. Nicht, dass wir hier was überziehen. Das wäre ja auch nicht Sinn und Sache. Ich schleiche mich wieder von vorne an. Oder auch nicht, weil die Tür zu ist. Warum auch immer jetzt die Tür zu ist. Okay. Dann halt doch von hinten. Soren, oder wie auch immer heißt. Surrender, Zoran! Wait! Is it money? I'll give you all you want! Warum ist die Tür jetzt wieder auf? Just let me leave! So, we're down to begging, are we? Why don't you crawl over here and lick my boots? Then we'll talk. My fists will do most of the talking. Take that, you awful man. Narania just saved your life. You won't be so lucky next time. Mit der Bratpfanne. Ha! Got it. The mercenaries left the warehouse safe and sound. Back to the tavern. You should be all right now. If you drink this medicine every day, you'll be better in no time. I don't know what to say. I can't thank you enough. Oh, I'm gonna get better. And then, when I grow up, I'm gonna be a strong mercenary, just like Zale. Ja, gut. Ich glaube nicht, aber gut. I'm sure you'll be better in no time now. Isn't that wonderful? Wonderful. Und wir sind auch mal wieder aufgelevelt. Ich habe, glaube ich, 5 Level in diesen. Warum gehe ich jetzt wieder da rein? Das wollte ich doch nicht. Wir haben keine Ahnung. Manchmal sind die Levelorte gut und manchmal kann man nicht so viel leveln. Und warten die noch? Oder sind die schon raus? Schade, ich hätte schon gern ein bisschen mehr gesehen, aber so soll es wohl nicht sein. Gucken wir mal bei Yurik nochmal rein, da sitzt er. Well done. I hear you broke into some kind of warehouse. Yeah, one crawling with Ban. Well, looks like the mission was a success, at any rate. Ja, auch ohne dich, Yurik. Du hättest ja mitgehen können, aber du musstest hier einen auf, lasst mich lieber allein sein machen. Then, like I said, well done. Ach, Yurik. Kleiner. Ich glaube, Yurik ist sogar der jüngste von allen. Also, er und Mirenia sind, glaube ich, die jüngsten. Und ist gar nicht mehr. Steht das irgendwo? Irgendwo habe ich mal gelesen, wie alt die alle sind. Da sind auch wieder Siren und Lisa. Und das ist der Wirt. Der will nicht mit uns reden. Lowell! We did good today. Yeah, I'm so glad we got the medicine. That kid, Warren, was it? He should get better now. Then I can start teaching him how to talk to the ladies. Oh nein, bitte nicht. Do you think I was serious?
You're the one he idolizes. When I grow up, I want to be just like Zale. So if he's gonna worship you, you'd better make sure you're a proper hero. Du bist doch nur neidisch. Good work today. I just never thought it would be him behind it all. I don't think Zoran will be doing any more thieving, at least for a while. I hope not. I don't even want to see his face again. Na gut. Oh, Zale. How'd it go? We pulled it off without a hitch. Good to hear. Congrats. Oh, that reminds me. Lisa keeps asking about you. Really? Yeah. She was wondering if you always take a girl to a bar and play her with drinks when you're trying to get her in the sack. Oh, come. This is a special case. She was being chased by the guards. Where else could I have taken her? Oh, really? So this is a special case, then, is it? Oh. No, that's not what I meant. You've got a lot to learn. Oh. I can't believe you had the nerve to peek on us like that. I guess it shows how crazy you are for Lisa, eh? Or was it me you were interested in? All right. I'm sorry, okay? I had a lovely time talking with Seren. Your travels sound so interesting. Hmm? Seren, what have you been telling her? Oh, wouldn't you like to know? Well, too bad. My lips are sealed. Honestly. I guess it's time you went home. I'll see you off. Yeah, that makes sense. Is everything okay? Before I go, there's a place I'd really like you to take me. Now? It's the middle of the night. I know, but it's somewhere really special to me. This might be the last time I can ever sneak out of my home. So I must go there. I have to. Please, Zale. In Ordnung. Nein, du musst nach Hause. Na, komm. Das tut mir irgendwie gefallen. Before returning home, Lisa convinced Zale to visit the place so special to her. And so together, they went to Stargazer's Tower. It's beautiful. This is the light of the dead land. And all those stars are the light of life. They're exact opposites, but they both have the same glow. This is my special place. I remember my mother standing here. Hier ist ein verdächtiger Kreis. My mother and father both passed away when I was very young. So I don't have that many memories of the time we spent together. But for some reason, I still vividly remember coming here with them. Wow. It's amazing. They call it a meteor shower. My father taught me that when we came here together. There was another meteor shower then. Now that I think about it, I've seen one before too. When I was a kid. It's been a long time since I've thought about those days. What are those? They're lenses. They're a memento of my dad. He used them to look up at the sky. Like this.
Would you like to see my lucky star? Find the goddess statue to the left. Find the goddess statue to the left. That's right. Then look for the blue star she's pointing to. That one? Yes. My star should be just above the blue one. Yes, that's it. They call it the Twin Swans. Isn't that two stars? Well, yes, but it's what they mean. They're stars that can change your destiny. What's your lucky star? That one, maybe? That star represents someone who's kind to everyone, but a tiny bit indecisive. What? Really? Ja, passt perfekt zu See. I don't know why, but I've suddenly remembered something. What is it? What song is that? My mother always used to sing it to me. I think there are words to it as well. But I was small, so I don't remember them. Ach ja, was für ein süßer Moment. Ach ja, ja, die liebe Silwen. Silwen, sag ich Lisa. Lisa ansprechen, Lisa berühren. Was mache ich denn da? Berühren, ansprechen, ich spreche sie mal an. Zael, tell me what your dream is. My dream? Won't you tell me? Well, I do have one, but don't laugh at me. I won't laugh at you, I promise. My dream is to be a knight. A knight? Yeah. Why a knight of all things? My village got burnt to the ground in war. That's how I lost my mom and dad. There was no one to protect us. That's why. What about you, Lisa? What's your dream? Oh, I don't know. I guess I'd like to travel the world. I'm thoroughly sick of being stuck at home all the time. I'm a prisoner of my own life. Sounds to me like P
people are just concerned about your safety. How would you like it, Zale? A life where you aren't permitted to go outside? Well... I know what you're going to say. I know that the world isn't all good. I understand that. But I want to see the world for what it is, good and bad. I don't want to be ignorant. Zale? Would you take me away with you? Anywhere, right now. What? Just pulling your leg. Bet I had you going. Hat's aber gut hinbekommen. Oh, I just wanted to say it. I'll go straight home, like I promised. So don't you worry. Thank you so much for today. Lisa disappeared into the hustle and bustle of the city. Zale stood and watched as she walked away, and he suddenly felt cold and alone, like a wonderful dream had come to an end. He made his way back to the tavern. Welcome back. Where's the girl? She went home. And you're okay with that? Never see her again? What choice did I have? Yes, I feel sorry for her. But there's nothing I can do. We didn't come here to play around. Don't dilly-dally too long. Ja, gut. Our next job, it's getting pretty late. You should sleep. Just remember, we have an early start tomorrow. Our next job should be confirmed tonight. We'll talk about it tomorrow. It's getting pretty late. You should sleep. Okay. Na ja, dann gehen wir mal schlafen. Obwohl, hätte man nochmal mit den Mädels reden können? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ist ja auch egal. Jetzt die ganze Zeit echt zu hoch schlafen. Gut, schauen wir mal raus, was uns so erwartet. Alright, we've got our new orders. What is it this time? I'm sick of fighting those lizard things. We're doing guard duty at Lazarus Castle. A bit more appealing, eh? Not bad. The Count's throwing a ball. He's invited all the cities rich and powerful, and they don't have the manpower to cover it. I bet there'll be some classy drinks on offer. We're heading off as soon as you're all ready. Got that? Na sowas, da kommen wir ja ins Schloss, das ist ja cool. Schauen, was die jetzt noch zu labern haben. That takes me back a bit. I haven't been part of that world for years, mind. But I still remember. Okay. I wonder if the castle has a library. I do love visiting libraries. But I suspect I wouldn't be allowed. Das werden wir dann sehen, wenn wir dann im Schloss sind. Cool, eh? Sounds fun.
No one will mind if I take a few little hors d'oeuvres, right? Guard duty? Sounds boring. Hopefully I can just stand outside on my own. Ja. Ich höre mal zu, ich habe eine Gewürzimpulse. Es entwickelt sich zurück bei anderen nicht schlecht zu befinden. Ja, das würde ich zumindest, aber mir fehlen noch Zutaten. Oh, eine Mission. Klar, ich besorge sie. Pech gebraucht. Auf dem Zentralplatz gibt es sehr selten Pechten, aber viele sogenannte Engelsfarben nicht dazu bauen. Ich brauche viel dieser Engelsfarben, um eine Farbe herzustellen. Die Vögel nähern sich aber nur Menschen mit reinen Herzen. Wie die anscheinend nicht rein genug ist, das zu glauben? Kann man das jetzt schon machen? Ich dachte, das kann man alles erst später machen. Sollten wir, ja. Das Gleiche. Als anderes. Machen wir nicht. Ich würde allerdings auch gerne mal ganzen Leute ausrüsten. Leuchte. Schwert. Ist nicht besser. Das ist auch nicht besser. Die Atemsäbel. Laserputz. Ach so. Mach noch besser, wenn den Piratensäbel und die Biosmod sind. Das ist noch nicht besser. Ich nehme mal weiter. Plus 2 klingt doch schon mal besser als plus 0. Dann bei ihm. Das sind zwar auch die Magie, aber der Grund ist ja auch gar nicht so was Magie basieren. Gucken wir doch mal weiter. Nö. Okay, die anderen habe ich leider nichts. Ich gucke auch mal, ob ich das vielleicht noch kaufen kann. Das ist auch ein bisschen mehr einfacher, aber. Ich dachte echt, die ganzen Nebenmissionen kann man erst später machen. Die werde ich aber auch jetzt später erst aufmachen, weil. Jetzt möchte ich ein bisschen so. Ein Deutscher hat gerade keiner. Was ist das für ein Ding? Okay. Die müssen wir verkaufen. Ja, egal. Ja. Ich denke, das mache ich alles viel später. Oh, Zale, I made something good for lunch. Here, do you want some? You don't have to eat it right away. But when you do, tell me how it is. And don't let Mirania get her hands on it. She'll scoff the lot. She asked so nicely. Then I gave her one. Then another. Okay, ja. Dann wusste ich das gar nicht, dass man auf irgendwas essen bekommt. Und dann spreche ich Deckmann an. Ja. Ready to go? Then let's head to the car. Die Mission mache ich mal bei Gelegenheit, wenn wir in der Stadt sind. Lazulis Castle, Count Arganon's abode. The wedding was but 1 month away, and the whole castle was filled with excitement and anticipation. After all, the great houses of Arganon and Rambolt were to be joined in holy matrimony. Such a momentous occasion was the focus of the entire Would you look at that? Well, I'll tell you, this Arganon chap is no slouch. Seren, stop gawping like an idiot. The ball is due to start soon. There could be feuding nobles together in the same place.
So take care that nothing unfortunate happens. Sure thing. Siren, try not to show off your complete lack of class, eh? Shut your pie hole! You're a fine one to talk. A knight. What's up? I was just thinking. I've got a long way to go. Ah, you mean the knights? They're in a different league to us. People may fear us mercenaries, but they look down on us too. I'll join them. Someday. Dream on, mate. It's no dream. Follow me and I swear I'll make knights out of all of you. I know you will. I need to sort out a few things here before the ball. You can go take a look around. Knowing the layout of the castle might come in handy. Oh yeah. If you want to go back, show this to the guard at the gate.